bin ich wieder. Und täglich grüßt das Murmeltier, so sie sahen, ne? So. Und wie ist es? Das hat er heute so getrieben. Guck dir das doch mal an. Guck mal, ich habe einen Abstandshalter. Ja, wie ist es so? Also ich habe eine stramme Nacht hinter mir. Ich habe den halben Tag müssen schlafen. Eine Katastrophe. Also, und dann ist das Problem, ne, dass ich noch nicht mal lang schlafen kann. Oder, ne? Ehrlich. Weißt du, die Junge da, ne? Die Junge war die nicht Anna. Ach, du liebe Güte, ne? Ich sag's euch schon, ne? Hey, ihr geht immer ein Theater, das glaube ich ja gar nicht, ne? Der Mensch, der wäre später hotte, ey. Ja. Genau, so ist das. Ja, ich wollte euch nur mal kurz Hallo sagen, ne? Sieh ich nochmal aus wie Schwein, natürlich. Ja, und dann habe ich, so ein paar Kommentare, wo ich mich hätte keine kaputt lache. So hat jemand geschrieben, ich denke mal aus dem Saarland, ich muss mal gerade gucken. Ich gucke mal, vielleicht finde ich es gerade. Moment. Dann lumen wir mal, ne? Dann tue ich mal ein paar Kommentare beantworten, ne? Benachrichtigung. Oh, nee. Oh, nur einer Daumen nach unten. Das ist ja wohl nicht zu fassen, ha? Da hat jemand wahrscheinlich irgendwelche... So, Salamander. Ich glaube, das ist Salena. Ich bin mir nicht sicher. Aber das hört sich stark nach Ah. Also, dass ich an Hilde Becker erinnere, ne? Ja, also wahrscheinlich, ne? Also, wenn ihr Saarland nicht kennt, dann kennt ihr aber ganz bestimmt die Familie Heinz Becker, ne? Und da kann man im Internet, ich glaube auch bei YouTube gibt es da Filme davon. Also, das ist immer so Serie, ne? Der Heinz Becker, ne, der ist der Oberkracher, ne? Von dem habe ich sogar CDs gehabt, ne? Die habe ich dann beim Butze gehört, ne? Und das ist immer so witzig, ne? Der schwätzt. Ich glaube, da gibt es sogar einen Film. Heinz Becker, der Film, glaube ich. Ja, ich meine Heinz Becker, der Film. Ja, das ist echt so witzig, ne? Ja, und seine Frau, die Hilde, die ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, ne? So ein bisschen dümmlich, ne? Das kann man jetzt natürlich auch als Beleidigung sehen, ne? Aber ich stehe immer nur das Gute, ne? Und ich hoffe ja, dass der Saarländer, der andere Saarländer nicht hated tut, ne? Also gehe ich davon aus, dass es ein positives Sinn gewendet worden, ne? Wenn nicht... Ich bin immer einfach so provoziere, also kein Problem. Ja, genau. Und ja, das ist halt witzig halt, ne? Das ist dann auch saarländisch, ne? Und obwohl der, wenn ich aus Homburg ist, der Bäcker Heinz, ne? Und das gehört schon zu der Pals, wenn ich, ne? Wenn ich mich jetzt nicht stark irre. Ja. So. Was soll ich denn jetzt noch erzählen? Achso, ich zichte. Unfassbar. So, jetzt sind wir noch den anderen Dinger. Katastrophe. Ich bin mit den anderen Nachricht, Kommentare. Achso, dann mit Vielmann. Da habe ich tatsächlich heute einen Brief gekriegt, ne, ob ich mit der Brille friere wäre und ich so gerne vorbeikomme, dass ich die Nummer nachstelle, wenn irgendwas wäre. Jo, aber, ne, ja, ich gucke mal. Da muss ich jetzt ja, da steht halt ja auch, in Zeiten von Corona,
ist es halt einfach so, dass ich einen Termin brauche und tralala und hin und her. Ne? Wenn ich jetzt einfach mal da kurz rinschneiden könnte, dann wäre es ja gut, ne? Aber wenn ich mir einen Termin holen muss, dann ist ja schon mal, verstehe ich, so wichtig ist das nicht. Ich studiere dann bis hin und her bin und dann ist das ist der Fall auch erledigt. Ne? Obwohl die schief huckt, ne? Das Kind hat den Kopf so hinhalten, da sieht es nicht gerade so schlimm aus. Ja. Ja, stimmt, ich müsste hin. Ich müsste mal gucken. Ja, wie hey, ja, dass der Mann seit 4 Monaten den Keller fertig machen soll, ne? Und wenn andere schreien, dann ist er da. So ist es. Dann ist echt so, ne? Der macht hier für alle die Schäden. Fäng ich an zu spucken, ne? Für all die Schäden, ne? Aber weißt du, wenn es dann hey drum geht, ne, dann kannst du mir hinterherlaufen, ne? Unfassbar, ne? Ja. Genau. So ist das. Das ist dann schon, ne? Dann gehen die schon richtig die Kotz kriegen, ne? Also dann ich bin ja jemand, dann hat noch jemand geschrieben, die Männer würden das wahrscheinlich so sehen, weil sie ja immer gefragt haben, ob sie helfen können und man hat immer nee gesagt und haben immer alles allein hinkriegt. Also mich hat noch keiner gefragt, ob er mal helfen soll. Ganz ehrlich nicht. Nee. Ja, und von daher kann das nicht der Fall sein. Also, wie gesagt, weißt du, wenn ich seit Wochen, das war jetzt ja bei dem anderen Auto, ne? Wochenlang, ne? Hat ich zu dem gesagt, mach mir mal bitte neue Klippen ins Auto, ne? Weil ich sehe nichts, ne? Ich sehe oben sowieso schon nichts. Und wenn es rennt, dann wird das eine Katastrophe. Dann wird das, wie soll ich sagen, Himmelfahrtskommando, ne? Katastrophe, ne? Und dann hat die Stadt gesagt, das soll bitte die Klippen wechseln, wirklich. Das hat er nicht gemacht. Bis ich dann in der Action gefahren bin, ne? Dann hatte ich noch einmal die falsch gekauft, dann bin ich nochmal hingefahren, habe die richtig gekauft und habe dann, weil ich unwissendes Kind, ne, nicht wusste, welche Birne das jetzt war, habe ich die falsch wohl rausmache und habe müsse, wenn ich da nicht dran komme, vorne die Stoßstange abbauen. Ne? Ja, das habe ich dann gemacht. Ne? Ich bin mir ja für nichts zu schade. Ne? Also so ist es ja nicht. Also ich bin ja jetzt kein so hilfloses Weibchen, verstehst du das? Sich der Arsch hinterher schleppen lässt, ne? Das bin ich ja nicht. Ne? Also, was ich selber machen kann, das mache ich ja auch. Ne? Nur jetzt fand ich es halt eher ziemlich witzig, dass er sich da mit der Hände im Sack dahingestellt hat und mir zugucken wollte. Nö, gibt's gar nicht. Ne? Also, da habe ich mir noch gerade gekrapscht. Ne? Aber ansonsten, wie gesagt, da schraube ich an dem Auto darum. Und dann hat er, ja, dann hat er irgendwann gesagt, verstehst du, also soll ich da was helfen? Jo, hatte ich gesagt, jetzt, wo ich die Stoßstange schon immer dran geschraubt habe und die Birne drin ist, verstehst du, brauchst du mal auch nicht mehr so helfen. Ne, da kenne ich ja richtig schwierig, ne? Oh mein Gott, ey, ne? So, weißt du, das sind so Sachen, ne? Das sind Dinger, da kenne ich ja im Strahl kotzen, ne? Aber mein Gott, ne? Das habe ich ja auch hinkriegt und das hätte ich auch hinkriegt, ne? Aber gerade so lange nicht, ne? Weil er dann hier dran gestanden hat. Ne. So ist das. Dann war, glaube ich, noch was anderes. Warte mal. Ja, ich finde auch schade, dass Tolly sich nicht mehr zeigt. Wie gesagt, ich habe das mit meiner Familie vorher abgesprochen, bevor ich den Kanal da gemacht habe. Ne? Weil ich hatte ja immer gesagt, auf meinem alten Kanal wollte ich ja auch noch, ach so, was so was mache. Aber dann habe ich schon für mich gedacht, das passt mit dem Bastelgrimpels einfach nicht zusammen. Ne? Die Leute, die mich von Anfang an halt kenne, das war Bastelkanal, aber ist ein Bastelkanal, ne? Und da passt halt einfach nicht irgendwie, ne? Dass ich in Aldi in KFG gehe und lauter so Sachen, ne? Das will die Leute dort einfach nicht sehen, ne?
Die will ja dann sehen, was ich da so recht glaube und mache, ne? Und nicht, was weiß ich. Und deswegen habe ich dann gedacht, weißt du, dass man mit der ganzen Familie, dass ich nicht immer die Kamera zuhalten muss, wenn hier einer durchs Bild laufen tut, ne? Oder wenn man da gehuckt hat und haben so gesprochen und gemacht, weißt du, wo ich dann mal gerne die Kamera angemacht hätte, ne? Weil das immer ziemlich witzig so Gespräche gibt, ne? Weil die immer grundsätzlich anderer Meinung sind wie ich. Oder weißt du, mir immer so witzige Sachen halt schwätze und mache. Und da habe ich halt gedacht und da habe ich alle gar gefreut. Ja. Aber ihr habt es ja gesehen, ne? Das ist echt Katastrophe. Der Einzige, wo wirklich regelmäßig mit mir vor die Kamera will, ist der kleine Trevose-Baby, ne? Ja. Du willst mich nochmal in den Wahnsinn treiben, gell? Der will das. Der macht das immer. Mein schöner Bub. Ach Gott, das ist das ein schöner Bub. Ja. Und deswegen, dann ist das schon ärgerlich, weißt du? Und dann denke ich so für mich, ah ja, wie gesagt, ich wollte ja halt auch so mal so zwischendurch filme, weißt du, und mache, aber wie gesagt, die Kamera, da ist der Akku nur 10 Minuten leer. Und Handy ist meistens oft da auf der Reise, ne? Wie das halt einfach immer so ist. Ich hatte jetzt heute auf der Molly gesagt, bring mir das Handy runter, ich muss in Love Arts filmen, ne? Weil auf meinem Tablet, ne, auf dem anderen Tablet, da habe ich ja keinen Speicherplatz mehr gehabt. Da habe ich alles auf die Speicherkarte verschoben. Jetzt hatte ich heute Mittag, bin ich rausgegangen und da hat hier, da haben wir so Stromleitung, der hat komplett von da vorne bis da hinten voller Vögel gehuckt. Ne? Das hat ausgesehen wie in dem Film Die Vögel, ne? Vom Alfred Hitchcock. Ne? Und das hat sich auch genauso angehört. Ne? Ich da rausgegangen, ne? Ich denke, ach du Scheiße. Ey, ne? Ich direkt drin, Tablet geholt, obwohl da Filme oder Hand abgefilmt und dann steht dann da 14 Minuten Zeit noch so Filme. Ey, damit kann ich ja okay, kein Love Art Video machen. Ne? Keine Ahnung, was da nicht stimmt. Oh, wisst ihr was? Ey, das ist immer ein Komoot sein. Ne? Ja, und da hat die Stadt halt, bis ich dann fertig war, bis ich mal das Tablet da draußen hochgewurschtelt hat, und dann war die Hälfte mal weggeflogen. Aber das war genauso das Gefühl wie in dem Film, ne? Hammer hat er. Richtig krass. Was ist denn mit dir? You have mail. Ah ne, wirklich. Oh, ich habe den Ton an, weil mein Söhnchen war ja heute ganz traurig und so. Und dann habe ich den Ton angelassen, damit er mich. Damit ich das höre, wenn er anruft, ne? Also auf dem Tablet jetzt, ne? Also per WhatsApp oder so. Ja, da habe ich gerade vorhin Taffe Mädels geguckt, ne? Der Film ist ja wohl so sau witzig, ne? Ohne Scherz, ne? So habe ich immer, ich habe, also die Patentante von meinem Sohn, das Nicole, wir waren ja mal richtig dicke Freundin, also ich war die dicke Freundin, etwa die dünne Freundin. Wir waren genauso wie die, ne? Etwa die Dünne und ich war die Malinste, ne? War es so? Genau so. Wir haben uns immer kaputt gelacht, ne? Weil das genau so hinkommt, ne? Ich bin nämlich genauso hibbel wie die, ne? Ja. Und das war dann immer so lustig, ne? Also jetzt heute Abend ist es so lachen, ne? Wie ich das geguckt habe, ne? Ohne Scherz, ey, das war so witzig. Und den Film kann ich auch 100 Mal gucken, ne? Und Kind mich dann immer noch wegschreien, ne? Es gibt wirklich so ein paar Sachen, ne, wo ich dann denke, da hat sich richtig viel Mieke, ne, da muss ich mich. Ach, um Himmels Willen, jetzt hätte ich ja schon nochmal vergessen. Ich wollte dir nochmal über den Bachelor herziehen. Ey, ich habe mir jetzt hier von denen, so von ein paar YouTuber, die schon viel her sind, ne, also von der Abonnentenzahl und so, ne, die halt das kommentiere, ne, also so die einzelnen Sendungen so kommentiere. Ich habe mich wirklich nicht geirrt. Ne? Also ich habe schon für mich gedacht, deswegen habe ich auch nichts mehr so großartig erzählt, ne? Weil ich glaube, die vierte Sendung ist ja jetzt auch drauf. Also die vierte Folge. Ne? Da habe ich deswegen auch jetzt nichts mehr gesagt, aber jetzt habe ich gedacht, jetzt muss ich doch dazu nochmal was sagen. Ne? Ich habe euch ja von Anfang an gesagt, von der ersten Folge an, ne? Der Bachelor und der Altlo, ne? Also die Alt wollen wir schon direkt. Was ist dann?
Moment mal, der guckt da aus dem Fenster und nicht, dass der in einem Haus rumläuft. Moment, da war gar nichts, ne? Ich hatte ja von Anfang an gesagt, ne, dass ich die Alte nicht vor der Aussehen kann. Ne? Die, wie gesagt, die schon vor dem Becken da steht, in dem Bad. Ne? Und er, da, weißt du, weil der Mann da schnarcht, ne? Und der Mann da wach gemacht wird und sie dann da steht und lacht so, so dumm. Ne? Da hätte ich ja gerade keine wirklich in eine Backe geschlagen, das hat der Spiegel gerade noch einig nicht. Ne? Wirklich, so wirrig hat mich das gemacht, ne? Wo ich gedacht habe, dieses steckt da. Ne? Und genau so ist es. Ne? Der wird immer unsympathischer, verstehst du? Der schwätzt mit den Leuten, als wenn die der letzte Dreck, ne? Da ist er jetzt der Anna-Ex, ne? Weißt du, also die auch mit ihm zum Dream-Date war, ne? Und also die Griechin da, wie heißt sie jetzt noch? Ah, ich weiß nicht, wie die heißt. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, die war ja auch bei Promi Big Brother und was weiß ich nicht alles, ne? Die, wie heißt sie denn jetzt noch? Ach, ist doch scheißegal. Also die zwei letzte, ne? Also die Alt, wo er jetzt hat und die, wo ausgeschieden ist, ne? Und die, wo ausgeschieden ist, ist ja jetzt auch dort in dem Verein dort, ne? Und sie hat halt gesagt, ne? Also ich, wie gesagt, ich konnte die sonst auch nicht so gut sehen, weil die auch immer überall wasche. Aber dies Tor, muss ich wirklich sagen, wird die mir immer sympathischer, weil man sieht wirklich, dass die wirklich nicht bösartig ist. Nämlich bösartig ist der Bachelor und sehr alt. Ne? Unfassbar. Ne? Also das sind so richtige Leute, die andere in ihr Scheißdreck ziehen. Verstehst du zum Beispiel der Lisha und der Lou? Die kennen die doch gar nicht. Verstehst du? Die tun immer die runterziehen, nur weil der Bachelor und der Alte da gehen die Hetze tut. Ne? Also wirklich ist übel. Ne? Also ich finde das so übel. Wie der Bachelor und der Alte dort, die dort im Griff haben, das muss ich echt sagen, ne? Das ist der nächste Mobbingfall. Pass mal auf, ey. Da wird ach, nochmal schwer gemobbt, ey, aber hallo, ey. Ne? So was sollte einem eigentlich nur dem. Nur was war das? Promis unter Palme war das. Ich weiß es nicht, wo die Claudia Obert da so extrem gemobbt wird ist, ne? Wo die das, ne? Das wird jetzt der nächste Fall, das sage ich euch, ne? Jo, und also wenn ich sehe, wie die sich verhalle, ich hoffe nur, ich hoffe inständig, ne? Dass die nicht gewinnen, ne? Also ich gönne jedem da drin, ich gönne außer, ja gut, und die Annemarie Eilfeld, das ist ja auch so Luder, ey. Leck mich am Backe, ey. Die hat doch da, wo war das? Ach mein Gott, das sind jetzt 1000 Sendungen, weißt du, wo die da alle gar da schon mitgewirkt haben, ne? Da hast du wunderschön gedacht, wie katholisch die Alte da ist, weißt du, wie was weiß ich, ey. Da ist ja auch so ein dreckiges Biest, ne? Oh mein Gott, ne? Oh mein Gott. Also ich muss schon sagen, ne, das sind richtige Granate drin. Ne? Die einzige, wo ich jetzt sagen, also gut, da der Robins und seine Caroline da, die sind auch in Ordnung. Ne? Also muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ne? Also ich finde sie ja, also sie finde ich toll. Ne? Was sie mit ihrem Aussehen gemacht hat, oder Mache gelost hat, ne? Finde ich nicht toll, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ne? Und als Mann, ne, der deine Sport macht, ne, als Bodybuilder, tue ich mal so hübsche Frau, wenn man die Bilder sieht von vorher, ne, und du nicht mal die Frau so verunstalte, ne, das kann doch nicht wahr sein. Ne? Wer will dann. Ich weiß es nicht. Ne? Also ich als Frau, ne, ich meine, ich habe deine Sport auch gemacht. Und von der Figur her ist das mir scheißegal, wenn ich dickere Arme habe wie ein Mann. Verstehst du? Mir gefällt das einfach. Ne? Mir gefällt das auch an Frauen. Ne? Und mir gefällt das auch an mir. Ich kann ja nichts davor, wenn Männer nicht so dicke Arme haben wie ich. Ne? Also von daher, mir ist das scheißegal. Mir gefällt das. Mir ist auch scheißegal, ob andere Menschen das in Ordnung finden und schön finden.
mir persönlich gefällt das an mir und ich schaffe dort dran, dass ich auch nochmal da hinkomme. Ne? Aber wenn ich sehe, wie die Frau sich zum Negativen verändert hat, ne? Ihr Gesicht, ne? Die sieht aus dem Gesicht wie kahl. Die hat wirklich vom Gesicht her, wirklich, die sieht einfach aus wie ein Mann. Ne? Und das finde ich ganz schlimm, ne? Dass der Mann da zugelassen hat, dass die Frau so aussieht. Die hat auch eine Stimme wie kahl. Ne? Das wird das, wenn man, also, kleine Anabolika-Kunde, ne? Wenn man die Sache hält und dann wird die Stimme so plätschern. Ne? Das, je nachdem, was man da inwirft, ne? Und das hört man ja bei ihr, das sieht man bei ihr. Ne? Das ist doch die Frau verschandelt. Wie gesagt, ich finde Frauen mit Muskeln, also die da bei dem Sport mitmachen, ich finde die so attraktiv. Ne? Mir persönlich, es gibt so viele Menschen in meiner Umgebung, wo auch sagen, das gefällt ihnen gar nicht, ne? Auch an mir nicht. Ne? Das ist mir aber egal, das ist ja meine Einstellung. Ne? Ich fühle mich wohl so. Und auch die andere, weißt du, ja, das ist ja jedem seine Sache, ne? Ich urteile da jetzt nicht drüber, aber mir gefällt das, ne? Und aber so, dass die Frau sich so extrem verändert, dass sie aussieht wie ein Kerl, finde ich echt schade, ne? Das finde ich richtig schade. Und ich weiß nicht, dass der Mann, meistens geht es ja von den Männern aus, ne? Die versuchen, die Frau so hoch zu pushen, ne? Dass der das will, dass die Frau es so aussieht, ne, im Gesicht. Figurmäßig, ne, finde ich das jetzt gar nicht mal so wild. Ne? Also, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ne? Ich meine, die hat sich jetzt die Brust machen gelassen. Das ist ja klar, wenn du da richtig Hardcore Bodybuilding machst, trainierst du ja die Brust weg. So ist das. Ne? Also, ich habe noch nie Wert drauf gelegt, dicke Brust zu haben. Wie ich, ich meine, ich habe ja meine Kinder gestillt. Ne? Und ich stand so brischtot, ne? Ich fand das so hässlich an mir. Das passt gar nicht zu mir, ne? Finde ich jetzt, ne? Ich fand das richtig hässlich, ne? Ich war froh, wie die sich mal nochmal zurück geschafft haben, ne? Und hey, wirklich, wie gesagt, es ist immer dasselbe, was ich immer nochmal sagen. Ich akzeptiere jedes so, wie er ist, ne? Und im Gegenteil, mir gefällt anderes so, wie sie sind. Wie sie sind, ne? Nicht wie sie sich verändert haben, weißt, wie jetzt sie. Ne? Mir hat die so gut gefallen, wie die noch normal war, ne? Ihr Gesicht, alles. Ne? Ich fand die schön, ne? Die war hübsch. Ne? Ich finde sowieso die Menschen so an sich hübsch, außer sie sind jetzt. Sind jetzt abgrundtief hässlich. Ja, also, ne, Wasche, jetzt, wie gesagt, wenn ich jetzt sehe, wie sie sich verunstaltet hat, das finde ich nämlich schön, das hat eigentlich nicht mehr so Sinn, verstehe, die hätte auch keine Trainiere ohne irgendwas anderes zu holen. Ne, natürlich sagen die alle gar so holle nichts, aber mal bitteschön, wie gesagt, die Stimme hat sich verändert, Aussehen hat sich verändert, im Gesicht, ne, fertig. Ne, wenn man Nahaufnahme sieht, sieht man Bartwuchs. Also da muss man sich nicht die XVU vormachen lassen, ne? Und das finde ich schlimm. Also ich kann die gut haben. Und dann ist ja jetzt der Katzebärscher, ihr Mutter und ihr Stiefvater da hingezogen. Oh, genau, das wollte ich euch erzählen. Richtig. Ne? Ihr Stiefvater ist ja auch Bodybuilder, ne? Und ich war mal in Alzey auf der, war das die deutsche Meisterschaft? Doch, genau, das war die deutsche Meisterschaft, ne? Im Bodybuilding. Und da war tatsächlich der Katzebärscher, ihr Stiefvater und der Lukas Cordalis, ne? Und ich sag's euch nur, ne? Die Leute kennen immer die Herzieher, wie sie wollen, ne? Ganz ehrlich, ne? Die sind so, wie sie sind, ne? Also so sympathische Menschen. Also ich bin jetzt nicht da hingegangen, verstehst du? Ich bin jetzt auch okay, so Promi-Jäger, ne? Verstehst du? Haben wir die aus der Ferne halt betrachtet und wie sie sich verhalten, ne? Ganz normal, war schon doch okay, Starallüre oder sonstiges, ne? So total toll, ne? Wie sie halt sind, verstehst du, wie man sie, ja, wie man sie halt so gesehen hat, war schon die Katze Berger ist, wie sie ist, oder war, wie sie ist, ich weiß jetzt nicht, ich habe sie jetzt nicht mehr weiterverfolgt, ne?
Aber die ist auch so, weißt du, so gerade raus und sagt, was sie denkt und schwätzt, wie da das Schnabbelgewas ist, ne? Und der Lukas ist so ein lieber Mensch, ne? Und der ihr Stiefvater auch, ein ganz sympathischer Kerl, ne? Also wie gesagt, ich habe die halt so beobachtet, aus der Ferne, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so, dass ich mich ständig dann aufdränge oder so, ne? Ich habe mich dann eher so im Hintergrund und habe die Sache halt so beobachtet, ne? Und ich fand das total toll, ne? Muss ich echt sagen, das sind so sympathische Leute, ne? Und ja, das fand ich richtig schön, ne? Und genauso wie der sich jetzt da auch in dem Haus verhält, ne? So ruhiger Mensch, ne? Also so eher so der Ruhepol von dem Ganzen, ne? Und ich glaube, die Katzenberger, die brauchen doch auch so Männer, ne? Weil die zwei, also die Mutter und auch die Tochter, also jetzt die Katzenberger, die sind ja aufgedreht genug, ne? Und wie gesagt, die Männer sind genau so, wie sie sich doch kennen. Ich finde das total, total sympathisch, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Egal, was da noch dabei rauskommt, mir waren die so total sympathisch, ne? Genau. So ist das. Jetzt habe ich euch, hey, was Sommerhaus der Stars noch berichtet. So ein bisschen. Also ist sehenswert, ne? Da sieht man mal nochmal. Ich meine, die Menschen, die wissen doch, dass da Kamera läuft. Verstehst du? Ich weiß nicht, ne? Also wenn ich jetzt hier Kommentare lese, ne? Wo man nochmal einer doofkumm ist, ne? Entweder lösche ich das oder meistens lösche ich das. Wenn einer doof, wirklich mir doof kommt, dann lösche ich das. Wo ich das ach so sehen, als wäre es doof gemeint. Und weißt du, so böse Kommentare, ne? Wie da irgend so Idiot mal kommentiert hat. Ja, er hätte mehr Kommentare, ich weiß jetzt nicht, ob ich das schon gesagt habe, mehr Kanal gefunden und irgendwie war mit Hobby los, dass man, wie gesagt, er hätte auch irgendwann eine Buchse gekauft, die wäre jetzt alle gar gebraucht, soll er die jetzt auch in die Kamera zeigen? Und so war schon, wo ich von mich gedacht habe, halt doch einfach mal die Schnauze, geh woanders dahin, guck da irgendwas an, aber lass mir doch mehr Scheiß Ruhe. Weißt du, so das Übliche halt, ihr kennt mich ja mittlerweile, ne? Ihr wisst ja, ne? Es gibt wirklich seltsame Kommentare. Na, wo ich dann denke, oh. Na? Und dort tue ich dann auch drauf reagiere meistens, ne? Weil ich ein Mensch so bin. Ne? Ich springe auf sowas an, ich will gerne wissen, was der für ein Problem mit mir hat, so jetzt normalerweise, ne? Und sagen meine Meinung darüber. Ne? Und meine Meinung ist ja die, man hat ja gesunde Finger, wenn man YouTube Antritt hat, kriegt man ja umgeschaltet. Ne? Wird ja dann kein Problem sein. Ne? Und deswegen sage ich ja, ne? Das muss ich dann halt sagen. Ne? Ich bin halt so, wie ich bin. Wer mir ich brauche nicht versteht. Der Bäcker-Heinz ist berühmter damit Wort. Ne? Mit der Schwätzerei, sage ich jetzt immer. Ne? Und wenn ich hier Salinger Kanal drunter schreibe, und dann ist das Salinger Kanal. Verstehst du? Da schwätze ich nicht. Gestochenes Hochdeutsch. Ne? Erstens mal, weil ich es nicht kann, und zweitens mal, weil ich Saarländer bin. So einfach ist es, ne? In äußersten Notfällen schwätze ich Hochdeutsch, verstehst du? Und da schreit man sich weg vor Lachen, ne? Dann kann man zur Belustigung der Nation dienen, ne? Der ich einfach nicht hinkriege, ne? Wenn er sich einfach so dumm anhört, ne? Also Katastrophe, ne? Genau. So, jetzt habe ich nochmal die Fahrten von hinten nach vorne verloren. Jetzt habe ich auch schon nochmal lange genug voll gelabert. Jetzt haben wir 7:30. Ich lade das Video jetzt hoch und wünsche euch noch einen schönen Samstag. Mache euch noch einen schönen Abend. Ich gucke hier in meinem Ecke und bin da nochmal am Hin- und Her-Fuhrwerke. Jetzt habe ich hier festgestellt, dass ich eine wie heißt die Kugel da? Schneekugelstanze habe. Und da bin ich jetzt dran, diese verschandle. Genau. Das habe ich heute Mittag hab ich die gefunden, wie ich da am Wühle war. Da habe ich auch so von mich gedacht, siehst du, wenn ich die Sache immer in die Ecke raume, weißt du, wo ich es nachher nicht mehr finde. Da habe ich gesehen, dass ich die hier in der Tüte habe. Na, die habe ich mir extra am Rand zugenäht. Und habe die da bei die Alpe gestochen. Also nicht bei die Alpe, bei Papier gestochen.
und habe doch gar nicht dran gedacht, ne? Und vorhin, ja, habe ich das immer rausgezogen, haben wir geguckt und dann habe ich das gesehen, dass das so Schneekugel ist. Dass ich die auch habe noch. Ey, meine Güte, ey. Und dann habe ich gedacht, da müssen wir direkt ein bisschen was drauf knauben, ne? Und wenn sie fertig ist, dann zeige ich sie euch, ne? Gut, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend und ansonsten das Übliche und bleibe gesund, passe auf euch auf und lasse euch nicht so eiern, wie ich das immer mache, ne? Bis morgen. Tschüss.